Herzlich willkommen im Almux-Kurs Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Dieser Kurs richtet sich an Schüler und Schülerinnen, an Studierende, an jeden, der interessiert ist am Thema wissenschaftliches Arbeiten und mehr oder weniger Bezug dazu hat. Und weil Sie sehen, dass es eine relativ breite Gruppe ist und das furchtbar sperrig ist, wenn ich Sie in jedem Video anspreche mit liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Studenten und Studentinnen, liebe Interessierte und Interessentinnen und so weiter, werde ich jetzt einfach davon ausgehen, Sie sind hier im Selbststudium, Sie sind damit Studierende. Herzlich willkommen, liebe Studierende. So, grundsätzlich, Sie wissen, was in diesem Kurs passiert, dafür haben Sie sich eingeschrieben. Sie lernen hier die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Das wird in 9 verschiedenen Modulen passieren, die in verschiedenen Wochen, also die nacheinander freigeschaltet werden im Wochenrhythmus. Und ich erkläre Ihnen jetzt ganz kurz, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das. Grundsätzlich, jedes Modul funktioniert so, dass da oben 1 oder 2 Sätze stehen, wo drin steht, worum geht es in dem Modul, was ist der Inhalt, was wird passieren. Dann kommt der Bereich, wo die tatsächlichen Inhalte sind, die Sie am Ende können sollten, also so der Lernbereich. Das heißt, Sie haben 1 oder mehrere Videos oder Podcasts und dazu dann noch vielleicht Infografiken und kurze, ganz, ganz kurze Texte versprochen, wo die ganzen wesentlichen Inhalte, die Sie sich mitnehmen sollten, die interessant sind, für Sie drin sind. Und dann darunter kommt jetzt der Bereich mit dem Bonusmaterial. Das Bonusmaterial ist jetzt nichts, was Sie machen müssen, um diesen Kurs erfolgreich zu absolvieren. Das ist jetzt einfach nur ein optionales Angebot. Das sind zum Beispiel praktische Übungen, wo Sie das, was Sie gehört haben, gleich nochmal selbst anwenden können, damit Sie das Wissen verfestigen. Als Lernpsychologen finden wir das immer eine ganz gute Idee, sowas zu machen. Und zusätzlich finden Sie dann so Schweinereien wie Fachliteratur und diverse Verlinkungen, wie Sie diese ganzen Dinge sich mal in der Praxis ansehen könnten. Und dann wird es wieder spannend für Sie, für diejenigen, die jetzt halt wirklich sagen, ich möchte aber ein Zertifikat haben, ich möchte etwas für das bekommen, was ich hier tue. Das heißt, ganz unten in jedem dieser Module haben Sie einen kurzen Abschlusstest. Das sind so 5 bis 10 Multiple-Choice-Fragen jeweils, für die Sie 5 Versuche haben. 75% brauchen Sie, um zu bestehen. Und wenn Sie sich diesen Lernbereich, den ich vorher erwähnt habe, gut angeschaut haben, dann sollte das auch kein Problem sein. So. Genug von dem ganzen Einleitungsblabla. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Gehen wir an die Inhalte.